Als Jugendsekretär meiner Gewerkschaft bin ich schon damals für die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eingetreten und diesen Wurzeln bin ich bis heute treu geblieben. Es geht um faire Löhne, um gute Bildung, um Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bezahlbaren Wohnraum und vor allem die Rente muss auskömmlich sein, dafür trete ich ein. Hier in der Nürnberger Südstadt beginnt mein Wahlkreis, der auch noch die schöne Stadt Schwabach umfasst. Hier habe ich viele Begegnungen, bin immer ansprechbar. Mir ist wichtig, mit Bürgerinnen und Bürgern im Gespräch zu bleiben, zu hören, wo der Schuh drückt und die Probleme und Dinge auch in Berlin anzusprechen, sie mitzunehmen. Das ist entscheidend. Hier wirke ich für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere in der Verkehrspolitik. Das Herzstück der Verkehrspolitik ist für mich die Schienenpolitik, vom Lärmschutz begonnen, mehr Güter auf die Schiene, all diese Fragen. Es geht aber auch um gesellschaftspolitische Herausforderungen. Hier im Herzstück der Demokratie im Deutschen Bundestag seit 2005 darf ich hier wirken. Lärmschutz und Barrierefreiheit, das sind zwei ganz wichtige Themen bei den Menschen. Hier am Bahnhof Schwabach ist es gelungen, die Barrierefreiheit umzusetzen und darüber freue ich mich sehr. Diese wunderschöne Goldschlägerstadt, die ich ein wenig entschleunigt finde gegenüber dem quirligen Nürnberg. Ich bin oft einen Termin nach dem anderen unterwegs, aber ich komme auch gerne in der Freizeit mal nach Schwabach, um das auch wirklich zu genießen. Durch Ihre Stimme wird meine Stimme zu Ihrer Stimme. Ich nehme Ihr Anliegen gerne mit nach Berlin.